Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, so schön ist das Wetter hier leider aktuell nicht. Es ist düster, es ist am Regnen. Aber das trübt trotzdem nicht unsere Freude. Und ich sehe jetzt gerade, dass wir eine Verbindung herstellen müssen. Warum auch immer, weil wir sind ja schließlich gerade im Internet. Erfolg, sauberster Park. Glückwünsche an alle Teilbewohner. Wir haben 100 Wege, Wände, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es sind die Wege erhalten. Das müsste man doch eigentlich hier oben lesen können. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Dann bei eurer Belohnung. Ja, keine Ahnung, was das ist. Ich denke mal, es sind die Wege und 100 von diesen, ja, ich sag mal, Zäunen, die wir abholen können. Sehr schön. Dann muss ich mal eben schauen. Und zwar, wir haben mehrere Sachen gehabt. Einmal ein dreigängiges Dankeschön, die zauberhafte Mini und Geheimnisse und Komplotte. Das spricht mich jetzt ehrlich gesagt im Moment am meisten an. Deswegen werde ich das jetzt erstmal zur aktiven Aufgabe machen und hoffen, dass der Regen auch bald wieder weg ist. Porten wir mal eben zu Merlin hin. Merlin! Wir möchten bitte besseres Wetter haben, deswegen kommen wir jetzt zu dir. Oh, hier ist ja alles voll. So eine Ich Sauerei. vermute, jeder erzählt dir, dass ich hier die Böse bin. Nö, das erzählt keiner, das wissen wir. So, Merlins Notizen, die haben wir ja gefunden. Ehrlich gesagt, bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, wo. Wenn ich daran denke, dann werde ich den Screenshot auf jeden Fall jetzt und hier einblenden, wo wir die gefunden haben. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Was hast du denn da, Gameplayerin? Aha, meine Notizen, die habe ich schon überall gesucht. Gut, dass ich sie gefunden, dass du sie gefunden hast. Ich möchte nicht, dass sie in die falschen Hände geraten. Ich konnte sie nicht verstehen. Das sind sicher wichtige Zauberernotizen. Ja, das kann man so sagen. Ich befürchte, dass böse Machenschaften im Gange sind. Deshalb habe ich meine Beobachtungen niedergeschrieben. Mutter Gothel und Ursula haben sich mehrmals im Dorf getroffen. Diese beiden führen nichts Gutes im Schilde, das spüre ich. Man kann ihnen nicht vertrauen. Deshalb behalte ich ihre Treffen im Auge. Sie haben sich schon viermal getroffen, um böse Pläne zu schmieden. Sie tauschen geheimnisvolle Zutaten und Fläschchen aus. Sobald ich mich nähere, verstummen sie und machen sich aus dem Staub. Naja, bei Ursula sollte ich wohl besser davonschwimmen sagen. Sie haben sicher nichts Gutes im Sinn. Ganz bestimmt nicht. Aber wir sollten versuchen, Beweise für ihre bösen Pläne zu finden. Mit meiner Magie allein schaffe ich das nicht. Ursula und Mutter Gothel vertrauen dir viel mehr als mir. Vielleicht können wir uns das zunutze machen. Du könntest dich wahrscheinlich nah genug an sie heranschleichen, um zu hören, was sie vorhaben. Damit du sie in Ruhe lässt, genau. Es geht um das Schicksal von Dreamlight Valley. Ach du grüne Neune. Ich hoffe doch, dass es nicht ganz so ernst ist. Ich glaube eher, dass sie irgendeine unbedeutende Schandtat planen. Aber bei diesen beiden sollten wir besser vorsichtig sein. Leider kann ich nicht genau vorhersagen, was Mutter Gothel und Ursula vorhaben. Aber ich weiß genau, wo sie sich das nächste Mal treffen werden. Sie treffen sich jeden Tag auf der Lichtung des Vertrauens. Heute haben sie sich dort bereits getroffen, Bei weshalb Regen du lassen bis sich morgen meine Haare warten musst, kaum um sie zu bändigen. belauschen. Ich sehe Vergiss nicht, trotzdem auf der Lichtung fabelhaft des aus. Vertrauens. Und jetzt lauf! Ja. Und mal wieder eine dieser Aufgaben, die ich wirklich hasse. Ich meine, ich kann nachvollziehen, dass die Spielemacher wollen, dass man so lange wie möglich mit dem Spiel beschäftigt ist. Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum man die Leute immer so verärgert und das Ganze auf mehrere Tage aufteilt. Ganz ehrlich, nee. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich muss bis morgen warten. Das heißt, diese Quest ist definitiv erstmal im Eimer. Das heißt, ich werde dann mal wechseln zu ein dreigängiges Dankeschön. Also die ist nicht im Eimer, aber ich kann halt im Moment überhaupt nichts damit anfangen. Da ist er. Dann porten wir mal eben rüber. Die Tasche mit den Zutaten. Ja, wir haben ja auch noch so komische Sachen. Moment, das machen wir hier mal weg. Da kommt ja überhaupt gar keiner mehr da rein. Die können ja alle nichts mehr essen. So, das ist aber nett.
Remi? Hier drüben! Danke. So, bitteschön, die habe ich gefunden unterwegs. Super, meine Tasche mit Zutaten. Ich dachte, ich würde sie nie wieder zurückbekommen. Ich hatte ein kleines Missverständnis mit einem der Waschbären im Wald der Tapferkeit. Er hat sich meine Tasche geschnappt und ist weggerannt. Ich dachte, dass ich meine Besorgung nie erledigt bekomme. Kann ich dir bei deinen Besorgungen helfen? Jetzt, wo du es erwähnst, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was brauchst du? Nun, da waren Zutaten für einige besondere Lieferungen. Ich wollte Gerichte zubereiten, um allen zu danken, die während der Zeit des Tals im Vergessen geblieben sind. Des Vergessens im Tal geblieben sind. Das ist sehr aufmerksam. Oh, danke. Ich dachte, das ist das Mindeste, was ich tun kann, nachdem Miki sich um meine Rezepte gekümmert hat. Da gibt es nur ein Problem. Ich war ziemlich beschäftigt mit dem Restaurant, deshalb hatte ich nicht die Zeit, all die Gerichte zu kochen, die ich geplant hatte. Wenn ich dir diese Zutaten gebe, glaubst du, du könntest ein paar Gerichte für Merlin, Miki, Herrn Duck und Goofy zubereiten? Du warst früher ein ziemlich guter Sous-Chef. Natürlich, ich fühle mich geehrt, wenn ich dir helfen kann. Danke, Gameplayerin. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Hier, nimm die Zutaten. Achte nur darauf, dass du sie frisch kochst. Sie müssen auch definitiv 5 Sterne haben. Sprich mit mir, wenn du Hilfe bei der Auswahl der Gerichte benötigst. Also 4-mal das gleiche Rezept, so wie das aussieht, oder? Koche 5 Sterne Gerichte für Merlin, Miki, Dagobert und Goofy. Muss jetzt aber nicht unbedingt mit den Zutaten zusammenhängen, denke ich mir mal, die er uns jetzt gegeben hat, oder? Ich habe das jetzt natürlich nicht behalten, was er uns gegeben hat. Ich könnte jetzt hier nochmal kurz nachgucken. Nee, da steht es aber nicht drin. Also hoffe ich mal, dass wir einfach nur 5-Sterne-Gerichte kochen sollen. Ja, dann, was haben wir denn da? Das Einfachste wäre ja eigentlich der eingelegte Hering. Aber ich glaube auch eins der teuersten. Na gut, die große Meeresfrüchteplatte, die könnten wir theoretisch auch nehmen. Aber dann ohne den hier bitte. Drum, drum, drum. Achso, aha! Ich habe schon wieder zu lange nicht gekocht. Ich merke das schon. Okay. Hallo. Du sollst kochen. Hallo? Warum darf ich hier nicht? Ah, jetzt endlich. Wollte schon sagen, wie oft soll ich jetzt da drauf klicken? So, er zeigt es mir nicht an, aber ich gehe mal davon aus, dass er das jetzt auch annimmt. Das machst du weg. Ich will nur gute, frische Sachen haben, keine abgelaufen. Ach ja, Mann. Bei jedem Spiel klickt man da einfach drauf und hier muss man es reintun, Mann. Ah. Gerade noch falsch gemacht, aber nicht aus dem Fehler gelernt. Das bin ich. Nein, okay. So, das machen wir wieder raus. Und dann gucken wir mal. Ich denke mal, wir machen einmal noch die rosanen. Genau, einmal noch die rosanen und dann die blauen, würde ich sagen. Damit das so ein bisschen gleichmäßig wirklich runtergeht. Kriegen jetzt alle einfach so eine Meeresfrüchteplatte hingeklatscht. Ohne Liebe gemacht. Es tut mir leid. So, Moment. Wir wollen aber die blauen haben jetzt, damit das so ein bisschen zumindest gleichmäßig aufgeteilt ist. Zack. So, dann hoffen wir mal. Bereite Gerichte zu. Ja. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir die denen jetzt bringen sollen. Steht zwar nicht drin. Aber Merlin, Miki, Dagobert und Goofy. Wo sind die denn alle? Waren die nicht... Merlin, Miki... Miki ist da unten. Oh, oh. Sag mir bitte nicht, dass der schon am Schlafen ist. Ah, nee, der steht davor. Lass mich das trotzdem noch kurz einsammeln hier. Das natürlich auch, so. Wieso habe ich jetzt 3 und... Ach so, weil das eine blau war. Ja, dann bekommst du das blaue, komm.
Also nicht das Blaue, Hallo. Aber das mit dem blauen Muschel natürlich. Mann, oh Mann, womit habe ich dieses köstlich aussehende Essen verdient? Ich habe es mit ein wenig Hilfe von Remi auf die Schnelle zubereitet. Wir wollten uns bei allen bedanken, die sich während des Vergessens um das Dorf gekümmert haben. Das ist unsere Art, uns zu bedanken dafür, dass... er hat sich, glaube ich, um die Rezepte gekümmert, hat er gesagt, ne? Dass du dich um Remis Rezepte gekümmert hast. Himmel, ich habe das gerne getan. Es tut mir nur leid, dass ich vergessen habe, wo ich so viele von ihnen vergraben habe. Danke, Gameplayerin. Mit Remi und dir in der Nähe weiß ich einfach, dass dieses Dorf immer besser wird. Bis bald. Goofy. Goofy kommt da gerade. Wenn wir den mal eben überweglaufen. Ich könnte hier noch ein paar Schlitten gebrauchen. Ja, ja. Um deine Schlitten kann ich mich später vielleicht kümmern. Ich muss hier mal eben was loswerden. Hallo, Kumpel. Ui, das riecht so lecker, Gameplayerin. Für wen ist das? Es ist ein kleines Geschenk von Remi und mir für dich. Danke, dass du auf die herrschaftliche Angelroute aufgepasst hast. Ah, jetzt bin ich sprachlos. Sehr sprachlos. alles okay? Oh, sorry, Kumpel. Ich war einfach nur sprachlos, wie ich sagte. Danke, Gameplayerin. Ich kann es kaum erwarten, meine Lieblingsgabel mit Löffel am anderen Ende zu nutzen und richtig reinzuhauen. Meinetwegen. Meinetwegen, sagt er. Okay. Ich wollte nur hier mal ganz schnell noch die Kiste nehmen. Bevor die nachher weg ist, weil da sind ja Dreamlight-Punkte drin. So, Merlin... waren wir schon? Da müssten wir eigentlich auch nochmal hin. Und Dagobert. Oh. Hallo. Oh. Ja, das nehmen wir doch gerne hier. Freundlichen Dank. Kein Thema. Ich werde auch noch mehr bestellen. Also mehr kaufen. Weil die Sachen kenne ich noch nicht alle. Einen schönen Tag noch. Ah, das ist das beste Essen, das ich gesehen habe. Verschenkst du so etwas einfach so? Betrachte es als kleines Geschenk von Remi und mir dafür, dass du dich während des Vergessens um das Dorf gekümmert hast. Danke, Herr Duck, dass... Wieso sagt ihr eigentlich du und dann Herr Duck? Dass du die Wirtschaft des Dorfes aufrecht gehalten hast. Dass du mir hoffentlich einen Rabatt beim nächsten Einkauf gibst, genau. Nun, sie war schon fast zum Stillstand gekommen, bevor du hier ankamst, aber ich weiß die Geste zu schätzen. Ein kleines bisschen Dankbarkeit ist mehr wert als Gold im Yukon, zumindest gefühlsmäßig. Auf Wiedersehen und bis bald. Nein, ich kann noch nicht bis bald sagen, ich muss hier noch kurz was einkaufen. Freundlichen Dank. Weil man ja bekanntlich nur die Sachen nachbestellen kann, die man vorher schon eingekauft hat. Zumindest habe ich das mal irgendwo gelesen. Wow. Ich glaube, ich bin mir sicher, die Lampe habe ich auch noch nicht gehabt. Einen schönen Tag noch. Lilo und Stitch, auf die nehmen wir auch mit. Und bis bald. Geh doch mal weg hier. Ich will die Sachen mal kurz ansehen. Hallo. Die Schöne und das Biest, das kenne ich auch noch nicht. Oh, Moment, Mini, zu dir wollte ich gerade. Warte mal, schieb dich mal so ein Stückchen raus. Mit dir nicht mittendrin. Ach nein, zu dir wollte ich nicht. Ich habe mich vertan. Entschuldigung, es war... Einen schönen Tag noch. Hier, der Zauberer. Es war Merlin, wo ich hin wollte. Ein Schurke und seine Reichtümer werden bald getrennt, weißt du? Aha. Hallo? Hey! Ein Schurke und seine Reichtümer werden bald getrennt? Was ist das jetzt für eine Aussage? Da ist mal eine schwarze Sonnenbrille. Einen schönen Tag noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so eine schon habe. Hallo. Die sieht jetzt nicht so toll aus, gerade wegen diesen Querbalken, aber die nehme ich trotzdem mal mit. Das sieht aber süß aus hier. Einen schönen Tag noch. Das soll von Cinderella sein? Das sieht so gar nicht danach aus irgendwie. Aber egal, ich nehme es trotzdem mit. Ja, das habe ich noch gar nicht. Das ist geil, das ist richtig geil. Und was ist das? Hallo. Von Rapunzel. Ah. Hey. Ja, cool. Bei dem bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Den nehmen wir auch noch mal kurz mit. Freundlichen Dank. Man muss das ja zum Glück nicht irgendwo ins Lager tun oder so. So hell wie mein Geld. Ah, die Kleidung ist nicht so... Die müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. So,
Ah, der Tag verschönert sich und ich muss zu Merlin. Merlin, hau mir jetzt bloß nicht ab. Ich bin gerade zu dir am Porten. Ich muss mit dir wegen einer dringenden Angelegenheit sprechen. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Was ist das alles? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein so extravagantes Gericht verlangt hätte, obwohl ich ein wenig hungrig bin. Es ist ein Dankeschön-Essen von Remi und mir. Wir wollten uns bei dir dafür bedanken, dass du dich während des Vertrauens um das Dorf gekümmert hast. Auch dafür, dass du der beste Zauberer des Jahrhunderts bist. Wunderbare Sanitäranlagen. Ach du meine Güte, das ist sehr nett von euch beiden. Aber ich hoffe, ihr denkt nicht, dass ich für Lorbeeren im Tal geblieben bin. Eigentlich, nun, ich fürchte, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich sagen soll. Das nehme ich an. Ich schätze, ich habe nie ein Dankeschön erwartet. Ich habe einfach getan, was richtig war. Ein Gerngeschehen sollte reichen. Du brauchst nichts zu sagen, genieße es einfach. Merlin, hast du Tränen in den Augen? Warum? Nein, natürlich nicht. Es ist nur ein verflixtes Dreamlight in meinem Auge. Das ist alles. Oh, na schön. Ich gebe zu, deine Geste hat mich ein wenig zu Tränen gerührt. Taten der Freundlichkeit wie dieses Gericht sind es, die dieses Tal zusammenhalten, Gameplayerin. Danke, sehr freundlich von dir. Ja, das will ich doch hoffen. Also nicht, dass die Taten jetzt das Tal zusammenhalten, ne? Soll ja auch generell zusammengehalten werden, nicht nur damit. Aber das ist natürlich immer schön zu sehen, wenn sich die Leute über so etwas freuen. Remi, was ist mit dir? Bonjour! Bonjour! Hey, Gameplayerin, du bist wieder da. Hattest du Zeit, Merlin, Mickey, Herrn Duck und Goofy das Essen zu bringen? Wie haben sie reagiert? Haben sie es genossen? Sie waren... Genau, Merlin ist fast zu Tränen ausgebrochen. Wirklich? Wahnsinn! Es ist ziemlich unglaublich, wenn Essen Menschen zum Weinen bringt, aus den richtigen Gründen. Außerdem, während du dich um all das gekümmert hast, habe ich mir ein besonderes Essen ausgedacht, das ich für dich kochen könnte. Du schickst mich doch nicht los, die Zutaten zu sammeln, genau. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du brauchst nichts zu sagen, außer vielleicht gern geschehen, denke ich. Bitteschön, ein 3-Sterne-Menü als Dankeschön für alles, was du hier machst. Hallo? Ich musste jetzt den ganzen Leuten hier 5-Sterne-Menüs machen und ich werde jetzt hier mit einem mickrigen 3-Sterne-Menü abgehandelt, oder was? Remi, geht's noch? Ja, das fand er auch lustig. Guten Appetit. Aber Salat ist immer gut. Oh, sogar ein Eis dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach, deswegen ein dreigängiges Dankeschön. Ah, okay. Und er hat sich hier... Sag mal, Das habe ich ja noch nie gesehen. Meine ich zumindest. Kommt einfach so mal eben aus dem Nichts, also irgendwie von der Decke heraus, was zu essen runter. Das ist auch nicht schlecht. Ja, da wir jetzt leider mit der anderen Quest auf morgen warten müssen, ich werde das aber trotzdem mit in diese Folge reinschneiden, also drin lassen quasi, weil es wäre sonst irgendwie doof, finde ich. Aber da wir leider warten müssen bis morgen, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich bin schon so aufgeregt und freue mich, dass ich hier gegen meine Maus am Hauen bin, aus Versehen. Und gerade komplett rauskomme. Also, ich sag dann einfach mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.